Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Es ist Zeit für unser Forum Gesundheit. Seit dem Frühjahr 2020 hat sich unser aller Leben verändert. Ursächlich hierfür war und ist die Corona-Pandemie. Was lehrt uns Corona? Über folgende Thematik wollen wir sprechen. Wie und warum ist SARS-CoV-19 entstanden? Wie ist die Pandemie seit März 2020 in den verschiedenen Ebenen verlaufen? Wie stellt sich die gegenwärtige Situation dar? Wie geht es weiter? Über diese und weitere Aspekte spreche ich mit Herrn Professor Dr. Axel Hamprecht. Herr Professor Hamprecht ist Inhaber des Lehrstuhls für medizinische Mikrobiologie an der Universität Oldenburg, an der Karl-von-Ossietzky-Universität, und er ist Direktor des Institutes für medizinische Mikrobiologie und Virologie am Klinikum in Oldenburg. Herr Professor Hamprecht, es ist schön, dass Sie Zeit gefunden haben, in unser Studio zu kommen und sich auch Zeit nehmen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, um Ihnen etwas zu erläutern, wie und was in der Corona-Pandemie passierte, was weiter passieren wird, worauf wir weiter zu achten haben. Und Sie werden sicherlich auch über das eine oder andere im Gespräch mit mir sozusagen erläuternd und aufklärend wirken. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bitte schön. Und wenn man so einen Virologen wie Sie einlädt, dann ist das, denke ich, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz wichtiges Gespräch, nämlich in Zeiten der Corona-Pandemie. Aber ich denke, zu Beginn ist ja auch erst einmal interessant für uns alle, wer ist eigentlich Professor Hamprecht? Was hat er bisher gemacht? Wie war sein Werdegang? Und was hat ihn denn nach Oldenburg geführt? Ja, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren, seit September 2019 in Oldenburg und war vorher lange Jahre in Köln tätig. Also da habe ich eigentlich meine Facharztausbildung für medizinische Mikrobiologie und Virologie gemacht und war dann dort als Oberarzt tätig und hatte dann da auch eine Professur für multiresistente Bakterien eigentlich. Das ist so mein Forschungsthema, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige. Und da war ich also in Köln, war ich insgesamt über elf Jahre tätig und hatte dann den Ruf hier nach Oldenburg gekommen und ja, fand das dann eine spannende Gelegenheit, hier etwas Neues aufzubauen an der Karl-von-Ossietzky-Universität und das halt wirklich so ganz neu zu gestalten. Das hat mich als Aufgabe gereizt. Ich habe natürlich damals nicht gedacht, dass ich hinkommen würde und es beginnt gleich die größte Pandemie aller Zeiten. Das hätte ruhig noch ein bisschen warten können. Also war natürlich für uns jetzt auch schon relativ anstrengende letzte anderthalb Jahre. Können Sie sich ja vorstellen, es war dort wenig Infrastruktur, auf die wir so, mit denen wir ähnliche molekulare Untersuchungen in dem Maßstab machen konnten, wie man sie tatsächlich braucht für so eine Pandemie. Also das war jetzt sehr viel Aufbauarbeit und viele sehr lange Tage und Nächte, kann man sagen. Aber es ist jetzt zum Glück doch ein bisschen besser geworden. Ja, also da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren und vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, zum Studium war ich in Heidelberg und in Berlin. Habe ich Humanmedizin studiert und bin dann mit noch ein bisschen Ausland. Ich hatte noch im praktischen Jahr, war ich noch in England und in der Schweiz tätig und bin dann sozusagen wieder ins Rheinland gekommen und über Köln dann hier gelandet. Prima. Ist ja interessant, so diesen breiten Werdegang absolviert zu haben und dann von Köln in die gegenüber Köln doch etwas überschaubare Stadt Oldenburg zu kommen. Das finde ich umso schöner, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Lassen Sie uns doch als erstes einmal so als ersten Block unseres Gesprächs, Herr Professor, einmal darüber reden, wie und warum ist denn die SARS-CoV-19 entstanden? Und wenn wir so ein bisschen zurückblicken, dann kann man doch sagen, haben wir in Deutschland eigentlich auf die Corona-Pandemie rechtzeitig früh genug reagiert? Denn wenn ich so als Laie das mal betrachte, dann kommt mir so in den Sinn, wir haben doch in unserem Land Institutionen, wir haben Universitäten, wir kennen die Medizingeschichte, wir haben Organisationen, die wissen immer, wo, wann, was in der Welt geschieht. Und wir haben doch die ersten Signale zu dieser Corona-Pandemie oder zu Corona relativ früh erhalten nach Deutschland, haben da jetzt mal Hand aufs Herz
die Organisationen, die da mitentscheidend sind, rechtzeitig genug und frühzeitig genug reagiert? Ja, ich glaube, ganz am Anfang ist das in Deutschland sehr gut gelaufen. Und das liegt sicher auch zu einem guten Teil tatsächlich an den Institutionen, die da frühzeitig reagiert haben. Gerade aber auch die, ich sage jetzt mal, die virologischen Institute an den Universitätskliniken, die schon relativ früh eine Diagnostik aufgebaut haben, um das frühzeitig zu entdecken, das SARS-CoV-2-Virus. Da waren wir sicher in einigen Ländern voraus. Und der zweite Punkt, was man aber auch ganz klar sagen muss, wir haben einfach Glück gehabt. Also wir waren zeitlich ja etwas später als Norditalien dran und ja, hatten ja diese Bilder aus Bergamo vor Augen mit den Leichentransporten in diesem großen Maßstab. Also wir waren da gewarnt und wir waren auch gewarnt von den italienischen Kollegen und wir waren auch gewarnt aus China, von chinesischen Kollegen. Also da muss man auch ganz klar sagen, dem haben wir viel zu verdanken. Es gibt einen chinesischen Kollege, der hat ganz, ganz früh die Sequenz dieses Coronavirus schon publiziert. Und das war schon im Januar tatsächlich. Und dann darauf aufbauend mit dieser Sequenz konnte man dann Analysesysteme eben entwickeln, sodass man relativ schnell das Virus nachweisen kann. Und das ist dann halt tatsächlich in Deutschland schon sehr, sehr früh gelungen. Und dadurch sind wir, glaube ich, aus dieser Zusammenarbeit sind wir durch diese erste Welle, glaube ich, sehr, sehr gut gekommen. Da waren auch alle so hatte man so ein bisschen den Eindruck, waren alle mit an Bord, dieses Flatten the Curve. Wir müssen schauen, dass wir die Krankenhäuser nicht überlasten. Die Leute haben frühzeitig ihre Mobilität eingeschränkt. Also da sind wir wirklich extrem gut durch die erste Welle gekommen, wenn man sich das auch jetzt heute so im Rückblick anschaut. Das hat dann leider irgendwann so ein bisschen nachgelassen und das war dann eigentlich so im Herbst 2020, wo... Oder war das nicht auch schon ein bisschen früher, wenn ich mal so in meine Erinnerung zurückblicke, dann habe ich zumindest erst das erste Mal davon erfahren, durch den Fall bei der Autozubehörfirma Webasto. Das war ja so März, April 2020. Genau. Und ich erinnere mich daran, da hieß es sogar doch ganz allgemein, okay, Hygienemaßnahmen müssen natürlich sein, Hände waschen und so weiter. Aber damals wurde ja gesagt, Masken, wurde ja belächelt, brauchen wir gar nicht, ist dummes Zeug. Und die Länder, die die Masken einsetzen, China und so weiter, naja, das sind vielleicht zu sehr vorsichtig. Selbst das RKI sagte doch nach meiner Erinnerung, das bringt uns vorsorgemäßig überhaupt nichts. Hat man da nicht so die falschen Entscheidungen zu begehen? Ja, hätte man da manchen Ausbruch nicht verhindern können? Ja, natürlich. Also das muss man klar sagen, jetzt ein Jahr später ist man da natürlich schlauer. Ja, ja, ja. Jetzt sagt sich das leicht. Also die Geschichte mit den Masken, die ist vielleicht schon ein bisschen unglücklich gelaufen, aber es spielten da so verschiedene Faktoren eine Rolle. Also man war sich am Anfang tatsächlich nicht so ganz sicher, bringen die was? Es war am Anfang nicht klar, welchen Einfluss eigentlich die asymptomatischen bei der Übertragung haben. Also man ist so ein bisschen davon ausgegangen, wie teilweise bei anderen Viren oder wie auch bei SARS-1. Wir hatten ja schon mal 2002, 2003 gab es ja das erste SARS-Virus. Das wurde von schwer symptomatischen Leuten übertragen und die sind wirklich symptomatisch geworden und haben es dann ausgeschieden. Und das Virus saß tief in der Lunge. Und man hat am Anfang hier dieser Pandemie hat man auch gedacht, naja, es wird irgendwie so ähnlich sein. Und man hat eigentlich erst später realisiert, dass die asymptomatisch eine ganz große Rolle spielen. Und deswegen hat man am Anfang auch gedacht, naja, wenn jetzt alle von uns, die keine Symptome haben, eine Maske tragen, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. Also das war so, ich sage jetzt mal, einerseits war das ein gewisser, haben da die Informationen gefehlt. Das war aber sicher nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist sicherlich, es gab viel zu wenig Masken. Und die Sorge war sicher weltweit da, wenn wir jetzt sagen, nimmt alle Masken, dann gibt es für die Leute, die wirklich das Risiko haben, nämlich im Gesundheitsbereich, für die gibt es dann keine Masken. Und so war es ja de facto auch. Also es gab wirklich zu wenig Masken in den deutschen Krankenhäusern. Also man hat sich gut überlegt, wie verwendet man die Masken, wie recycelt man sie etc. Also das war jetzt auch nicht unberechtigt. Also das waren so diese beiden Aspekte, die man an dieser Maskenstory, denke ich, bedenken muss. Hätten wir natürlich damals schon ganz, ganz viele Masken gehabt und wäre schon sehr, sehr frühzeitig klar gewesen, wie wichtig diese Übertragung von den asymptomatischen oder präsymptomatischen Patienten ist, dann hätte man es vielleicht von vornherein gesagt, gut, macht euch Stoffmasken oder so. Das kam ja dann eigentlich erst so etwas später, im April rum. Ja,
man lernt natürlich in so einer Pandemie dazu. Das muss man natürlich auch sagen, wenn man 100 Jahre zurückschaut, hatten wir die spanische Grippe. Auch da war eigentlich schon recht gut gezeigt worden, wie viel Masken da helfen. Also eigentlich können wir rückblickend sagen, vielleicht hätte man schon ein bisschen cleverer da sein können. Gut, es ist damals so gelaufen. Insgesamt sicher hätte man da noch einiges verhindern können, aber es ist im Rückblick immer einfach. Ja, gut, wenn man vom Rathaus kommt, ist man ja bekanntlich immer so ein bisschen schlauer. Sie hatten gerade auch angesprochen, SARS 2002 in Asien. SARS 2002 hat sich ja nicht so verbreitet wie die jetzige Covid-19. Woran hat das gelegen? Waren das andere Ursachen oder andere? Oder war die Globalisierung noch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt mit den ganzen Lieferketten? Oder worin liegt der Unterschied der unterschiedlichen Verbreitung? Also Globalisierung oder Transport, sagen wir, oder Mobilität hat auch da schon eine ganz große Rolle gespielt. Also auch da gab es ja der Ursprung von SARS-1 oder SARS-CoV, oder manchmal sagt man heute SARS-CoV-1, liegt auch in China. Auch da ist zum ersten Mal in einer Stadt aufgetragen und von dort dann schon über Reisetätigkeiten nach Hongkong und von dort auch über so ein Superspreader-Event ging es dann noch in andere Bereiche, ging es nach Kanada etc. Also die Dynamik war schon eine ähnliche. Der große Unterschied war, dass die Leute waren wirklich schwer krank und von denen ist ein deutlich höherer Anteil, ungefähr 10%, sind an der Erkrankung verstorben. Das Virus saß sehr viel tiefer, das saß in der Lunge. Das heißt, man hat es nicht so, wie wir es jetzt bei SARS-CoV-2 wissen. Es sitzt halt im Rachen und ich kann es sehr, sehr leicht übertragen. Das war da nicht der Fall. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber auch da, man hat schon relativ starke Lockdown-Maßnahmen teilweise wurden dort vor Ort gemacht. Wir haben das in Europa gar nicht so mitbekommen, aber auch dort gab es teilweise monatelang, also sei es in Hongkong, wurden die Universitäten geschlossen und Ähnliches, und in China gab es ähnliche Maßnahmen, wir haben das nur nicht so mitbekommen, aber wir hatten da schon Glück auch. Und das erklärt wahrscheinlich auch, weshalb diese Länder jetzt damit souveräner vorausschauen umgegangen sind, als wir hier in Europa. Genau. Wir mussten wahrscheinlich erst erlernen, die Behandlung und die Handhabung. Ja. Also ich glaube auch, also diese SARS-1-Epidemie, die spielt eine ganz große Rolle für dieses sehr erfolgreiche Beherrschen eigentlich der Pandemie in den asiatischen Ländern. Die haben da wirklich viel gelernt. Das ist eine. Zum Zweiten also zum Beispiel in Japan, dass man Masken trägt, wenn man erkältet ist oder so, das ist da einfach Standard. Und das ist da jetzt auch nicht erst da seit SARS-1, sondern das geht da wahrscheinlich sogar auf die spanische Grippe zurück, so 100 Jahre. Das ist da einfach Teil der Kultur tatsächlich, auch als Rücksichtnahme gegenüber den anderen. Und da war das dann auch entsprechend sehr viel einfacher als jetzt bei uns, wo das ja was komplett Neues ist, kennt man nur im Krankenhaus. Und dass jetzt der normale Bürger eine medizinische Maske aufträgt, das ist ja was komplett Neues für uns alle. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle. Ja, wenn wir noch ein bisschen uns weiter unterhalten, wie die Pandemie seit März 2020 verlaufen ist, dann sollten wir auch noch mal beleuchten. Wir haben ja seit März 2020 hin bis zum Jahresende 2020 so verschiedene Lockdowns gehabt, Kontaktbeschränkungen, intensive Art, weniger intensiv, etwas weniger Lockdown, wieder mehr Lockdown. Es ging ja so mehrmals nach dem Motto vor und zurück. Wie kam so diese politische Umsetzung bei Ihnen als Virologe an? Ja, also da war schon viel Halbherziges dabei, muss man sagen. Also viele Dinge waren vorher, ich sage jetzt mal absehbar, dass es wahrscheinlich eine schlechte Entwicklung nehmen würde. Aber da war so ein bisschen so Prinzip Hoffnung, naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Da ist, auf jeden Fall gab es einen erheblichen Druck auch aus der Wirtschaft, dass man nicht so
schnell bestimmte Sachen schließen. Insgesamt war das, glaube ich, jetzt nicht so günstig, weil natürlich dadurch, dass wir es nicht konsequent eingedämmt haben, also wir waren ja letztes Jahr im Juli, August, waren wir ja wirklich bei extrem niedrigen Zahlen. Und die hätten wir eigentlich versuchen müssen, so über den Winter zu retten. Und das ist nicht passiert. Also wir haben ja seit Oktober doch schon einen deutlichen oder eigentlich, also es ist einen ganz leichten Anstieg, haben wir schon vorher gesehen, ja so ab August, September und dann ab Oktober ging es dann so richtig hoch. Und da hätte man deutlich früher einsteigen müssen. Das haben auch alle eigentlich gesagt, gut, jetzt passt auf, jetzt kommt die Erkältungssaison, jetzt sind die Leute drin. Wir haben jetzt ein exponentielles Wachstum, das wird so nicht so gehen. Aber es war irgendwie noch so, dass die Hoffnung, das wird schon irgendwie gut gehen. Und dann gab es ja diesen Circuit Breaker Lockdown oder Wellenbrecher Lockdown, genau. Und naja, der hat ja überhaupt nicht dazu geführt, dass die Zahlen gesunken sind, sondern hat nur zu einer Stabilisierung geführt. Und er kam im Prinzip auch zu spät. Und das hat dann ja so dazu geführt, dass wir die ganze Zeit eigentlich so bis Weihnachten diesen Lockdown hatten, der dann immer so Stück für Stück nachgebessert wurde. Und dann erst die Zahlen wirklich nach unten gegangen sind. Aber eigentlich haben wir so da über 3 Monate das Ganze herausgezögert. Hätte man das so ein bisschen konsequenter gemacht, wie jetzt mal Australien oder andere Länder das gemacht hätten, dann wären wir gar nicht auf diese hohen Zahlen gekommen, sondern hätten es frühzeitig bei niedrigen Zahlen bleiben können. Wir hätten uns, ich sage mal, viele Todesfälle wirklich erspart. Es wäre letzten Endes wahrscheinlich auch für die Wirtschaft der bessere Weg gewesen, weil so diesen langen Lockdown, das ist ja außer für die, ich sage jetzt mal, für den Onlinehandel hat das ja niemand genutzt. Also das das war rückblickend, hat da, glaube ich, in der Politik auch so ein bisschen der Mut gefehlt, zu sagen, hey, wir müssen das jetzt hier konsequent durchziehen. Also ich sage jetzt mal, bei Frau Merkel habe ich das schon eher wahrgenommen, dass sie da eigentlich hätte etwas strikter sein wollen, aber das kam jetzt ja viel aus der Ministerpräsidentenkonferenz, die da nicht so mitgehen wollten. Ja, und dann eigentlich, ich fand am ärgerlichsten war es eigentlich dann jetzt nochmal im Verlauf der Pandemie mit der sogenannten englischen Variante, was wir heute als Alpha bezeichnen. Da haben wir ja gesehen, dass es nochmal eine sehr viel stärkere Verbreitungsdynamik hat und Infektiosität als das ursprüngliche Virus. Also es ist ja eine Variante, die einfach noch besser weitergegeben wird. Und das konnte man aus den englischen Zahlen eigentlich schon relativ gut sehen. Und alle Virologen haben gesagt, naja, das kommt jetzt auf uns auch zu. Und wenn wir da jetzt nicht reagieren, werden die Zahlen wieder ganz stark ansteigen. Und da wurde dann halt auch eigentlich zu spät reagiert. Und es ist dann genauso gekommen, wie es eigentlich alle gesagt haben. Inzwischen macht diese englische Variante bei uns weit über 90% aller Stämme aus. Also die hat hier komplett alles andere fast verdrängt. Und es war genauso vorhergesagt worden. Und hinterher hat jetzt mal ein anderer Ministerpräsident gesagt, na, das hätte man ja nicht ahnen können. Doch, hätte man genauso ahnen können. Und es haben auch alle gesagt, aber man hatte nicht den Mut, darauf zu reagieren. Ja. Also das. Sie hatten vorhin gesagt, exponentielles Wachstum. Da kann ein Laie sich nicht so recht darunter etwas vorstellen. Das ist ja die gefährlichste Art, wenn das Wachstum exponentiell ist. Ne? Genau, also ein exponentielles Wachstum heißt also im Prinzip, dass sich immer um einen gewissen Faktor es zunimmt. Und das heißt, ich habe dann im Prinzip so eine Kurve, die dann immer steiler wird, wo ich dann immer einen steileren Anstieg habe. Und das haben wir eben im Herbst dann ja gesehen, vor allem im November. Und was ist das Gegenstück davon quasi, wenn es so ein Gegenstück gibt zu diesem? Also es gibt natürlich noch das lineare Wachstum, okay, wo es, ich sage jetzt mal, der Anstieg immer gleich bleibt. Weil das wird ja so häufig erwähnt und dann fragt man sich ja leider mal, wo ist denn der Unterschied? Das gefährliche Wachstum sollte man möglichst vermeiden. Ne? Genau, also wenn man dann irgendwann halt in dem exponentiellen Wachstum ist, dann hat man schon in einer sehr kurzen Zeiteinheit nimmt die Fallzahl extrem stark zu. Und
selbst wenn, wir haben ja immer bestimmte Verzögerungen, selbst wenn wir die Kontakte plötzlich einschränken durch einen Lockdown oder was auch immer, haben wir ja erst eine bestimmte Verzögerung, weil man muss ja immer bedenken, die Symptome brechen bei den Leuten ja erst so im Mittel nach 5 bis 7 Tagen etwa aus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Maßnahme treffe, dann sehe ich den Effekt davon erst 1 bis 2 Wochen später. Also eine Woche später ungefähr haben die Leute Symptome und werden dann vielleicht, je nachdem wie stark die Symptome sind, irgendwann so nach 7 bis 14 Tagen gehen sie ins Krankenhaus und im Mittel, also die meisten Leute tatsächlich, die Sterbefälle kommen ja dann noch ein bisschen später, die sind eher so im Bereich 18 bis 20 Tage nach dem Infektionszeitpunkt. Deswegen alles, was wir machen, hat dann ja erstmal nochmal eine bestimmte Verzögerung. Und wenn ich dann halt bei diesem extremen Wachstum bin und dann erst sage, naja gut, jetzt höre ich damit auf, dann gehen halt erstmal 2, 3 Wochen ins Land, bis man überhaupt den Effekt davon sieht. Okay. Nun waren wir in Deutschland ja in Anführungsstrichen relativ gut. Es gab ja keinen Impfstoff gegen die Corona-Pandemie. Und den hat ja ganz frühzeitig mehr oder weniger auf den Markt gebracht, herausgebracht und erfunden, die Firma BioNTech zusammen mit dem US-Partner Pfizer. Nun hat man doch früh genug gewusst, wie Covid-19 entstanden ist, wie die Entwicklung ist. Hätte man da nicht schon viel früher Wert darauf legen können, dass ein Impfstoff entwickelt wird? Also das, wir hatten doch Glück gehabt, dass es die Firma BioNTech gab, ne? Ja, also da haben ja tatsächlich ganz, ganz viele Leute auch schon sehr, sehr frühzeitig dran gearbeitet. Aber man muss immer bedenken, und es war eine wahnsinnig schnelle Impfstoffentwicklung. Es war ja die schnellste Impfstoffentwicklung, die wir wahnsinnig hatten und die uns jetzt auch aus dieser Pandemie führen wird. Also das ist schon wirklich ein enormer Triumph der Wissenschaft, dass das so schnell ging. Also wenn man mal bedenkt, von Februar, März, wo es eigentlich so richtig begonnen hat weltweit, bis Dezember, wo die ersten Impfungen dann tatsächlich erfolgt waren und die Zulassung schon erfolgt war, innerhalb von 10 Monaten, das ist schon extrem schnell. Also wenn man bedenkt, so normale Impfstoffentwicklung, da ist man so im Bereich 10, 15 Jahre etwa. Das war schon ganz, ganz toll. Also, und das lag natürlich auch daran, das hat jetzt nicht nur die Firma BioNTech und Pfizer, sondern da haben ganz viele Firmen und Arbeitsgruppen, die Uni Oxford, haben da ja gleichzeitig dran gemacht. Also es gibt über 300 Impfstoffprojekte tatsächlich. Auch jetzt noch gibt es in vielen anderen Ländern Forscher, die da weiterhin dran arbeiten, auch an anderen Impfstoffen als die wir bis jetzt haben. Im Moment haben wir ja vorwiegend die mRNA- und die Vektorimpfstoffe am Markt. Und es werden da aber noch weitere entwickelt und wir werden da auch noch weitere sehen. Also insgesamt haben wir da schon einen sehr guten und einen wahnsinnig schnellen Verlauf dieser Impfstoffentwicklung gehabt. Vielleicht noch von Ihnen als Fachmann zum Unterschied. Was ist denn der Unterschied zwischen mRNA-Impfstoff und dem Vektorimpfstoff, dass Sie uns das nochmal so herausarbeiten? Ja, genau. Also beim mRNA-Impfstoff vielleicht fangen wir einfach mal mit den traditionellen Impfstoffen an, die wir so alle kennen. Also früher, als man so die ersten Impfstoffe entwickelt hat, da hat man einfach so ein Virus genommen, hat das versucht zu vermehren und hat es dann inaktiviert, also getötet eigentlich letzten Endes durch eine bestimmte Behandlung und das hat man dann verimpft. Und in diesem Impfstoff waren dann ganz viele Bestandteile dieses Virus und darauf konnte der Körper dann Antikörper bilden. Das heißt, man hat im Prinzip das gesamte Virus verabreicht. Das ist so die ganz traditionelle Variante. Und sozusagen dann gab es eine Weiterentwicklung, sozusagen die Proteinimpfstoffe. Da hat man nicht mehr das ganze Virus genommen, sondern man hat nur noch den Teil des Virus genommen, der jetzt besonders wichtig ist für die Antikörper, für die Antikörperbildung. Das machen wir zum Beispiel beim Influenza- oder beim Hepatitis-B-Impfstoff, den ja ganz viele bekommen haben. Und das wird teilweise auch gentechnisch hergestellt, oder das wird meistens gentechnisch hergestellt. So, das sind also Impfstoffe, wo man praktisch einen Teil des Virus verabreicht. Und was jetzt neu ist bei sowohl den Vektorimpfstoffen als auch bei dem mRNA-Impfstoff, da ist es ein bisschen anders. Da gebe ich nicht einen Teil des Virus, sondern ich verabreiche praktisch den Bauplan, also so wie wenn man eine Software praktisch übermittelt und der Körper baut dann diese Virusbestandteile eigentlich selber und entwickelt darauf Antikörper. Also das ist vom Prinzip ein relativ neues Prinzip. Jetzt ist es so, bei den mRNA-Impfstoffen, da spritze ich
Messenger-RNA, das heißt, es ist eigentlich eine Boten-RNA und die wird verabreicht, geht dann in die Zellen, wird dort abgelesen und bildet dann dort eben dieses Spike-Protein und dagegen werden dann vom Körper dann die Antikörper gebildet. Da mache ich eben die reine mRNA. Und es gibt im Gegensatz dazu die sogenannten Vektorimpfstoffe. Da ist es so, ich nehme ein anderes Virus, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht gefährlich. Das ist meistens ein Adenovirus. Das sind so Viren, wenn wir Erkältungskrankheiten zum Beispiel haben. Das sind ganz häufig Adenoviren. Die machen einen nicht stark krank. Und man nimmt dieses Adenovirus und verändert das ein bisschen. Man baut in dieses Adenovirus, man baut es einmal so, dass es sich gar nicht vermehren kann im Körper. Das ist das eine. Und zum Zweiten baut man da einen Teil von dem SARS-Coronavirus ein. Und zwar diesen Teil, der dieses Spike-Protein kodiert. Also dieses Spike-Protein, was für die Antikörperbildung wichtig ist. Und dann verabreiche ich praktisch diese künstlichen Viren. Okay. Und die werden dann auch wiederum im Körper letzten Endes in mRNA umgeschrieben und dann bilden sich auch dort die Spikes. Also praktisch die Endstrecke ist die gleiche bei beiden Impfstoffen. Aber eben der Unterschied gegenüber den traditionellen Impfstoffen ist, dass ich den Bauplan verabreiche und nicht das komplette oder Teile des Virus. Der Körper entwickelt den Virus. Ganz genau. Und was ist denn so für den Körper weniger schädlich, mit weniger Nebenwirkungen versehen, der mRNA-Impfstoff oder der Vektorimpfstoff? Also es gibt, ich sage jetzt mal, bestimmte Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, die wir bei beidem Impfstofftyp so ein bisschen sehen. Also wir sehen ein bisschen, von der Häufigkeit sind die verschieden, aber sie sind prinzipiell gleich. Also relativ viele, die geimpft werden, kriegen erhöhte Temperaturen, so ein bisschen Fieber, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Also das ist im Prinzip bei allen Corona-Impfstoffen eine ganz, ganz häufige Reaktion. Dauert meist 1 bis 2 Tage und dann ist sie vorbei. Und da ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Bei den Vektorimpfstoffen treten diese Nebenwirkungen eher beim ersten Mal auf und bei den mRNA-Impfstoffen treten die eher bei der zweiten Dosis aus. Das ist der Unterschied. Also da sind sie aber jetzt nicht so groß anders. Was so ein bisschen anders ist, sind diese schweren Nebenwirkungen, die sehr, sehr selten sind, die beschrieben. Haben wahrscheinlich alle hier auch von gehört, die sogenannten, diese schweren Thrombosen, genau, die sich entwickeln können. Das sind diese Sinusvenenthrombosen zum Beispiel. Also das sind im Prinzip Verschlüsse von Gefäßen, die sich bilden. Das kann eben im Kopf sein, in der sogenannten Sinusvenen, aber das kann auch in anderen Bereichen des Körpers sein. Und das sehen wir nach den Vektorimpfstoffen. Und das hat man vor allem gesehen bei dem AstraZeneca-Impfstoff, vor allem nach der ersten Dosis und vor allem bei eher jüngeren Leuten, überwiegend Frauen. Da ist es schon ein höheres Risiko, als wenn man älter ist, wenn man über 60 ist zum Beispiel. Der andere Vektorimpfstoff, den wir ja haben, ist der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson. Den muss man nur einmal applizieren. Auch dort ist es zu diesen Nebenwirkungen gekommen, aber sehr viel seltener als bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Das so zu den schweren Nebenwirkungen der Vektorimpfstoffe. Und bei den mRNA-Impfstoffen, die sind insgesamt nach allem, was wir bislang wissen, werden die gut vertragen. Außer diesen Impfreaktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, im Sinne so eines grippalen Infektes. Was es da ja jetzt beschrieben wurde, wo der Zusammenhang noch nicht hundertprozentig klar ist, aber doch wahrscheinlich, dass es bei jüngeren Männern, so im Bereich von 14 bis 19 Jahren etwa, da kommt es scheinbar eher zu Entzündungen des Herzens, zu sogenannten Myokarditis. Und das sind aber, also all diese Fälle, die da jetzt beschrieben sind, das vorwiegend aus Israel und aus den USA, wo man die schon früh eingesetzt hat, in großen Mengen verimpft hat, da sind diese Nebenwirkungen, die sind relativ, ich sage jetzt mal, harmlos. Also die meisten Leute sind da nach 3, 4, 5 Tagen wieder beschwerdefrei. Man kann sie eigentlich gut behandeln. Das heißt, das sind jetzt keine schweren Nebenwirkungen, die einen jetzt irgendwie dauerhaft beeinträchtigen würden. Man hat es ja, als so auch durch die
Presse ging, so die Nebenwirkungen, namentlich von AstraZeneca, hat sie ja, wenn ich das so nochmal so im Rückblick nochmal so betrachte, hat sie ja so von den Politikern in Richtung der Bürger sehr viel Unruhe gegeben. Nicht? So ist ja eine Zeit lang mehr oder weniger gewarnt worden für AstraZeneca, dann ist die Warnung wieder verschwunden. So, und heute wird es durchaus verimpft und so weiter. Hätten da nicht Sie und die Armada der Virologen vielleicht den Politiker mal frühzeitiger mit ihrer falschen Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen auf die Finger geben können, im übertragenen Sinne? Naja, also da haben sich ja viele Virologen dazu geäußert und die Ständige Impfkommission und andere, aber das ist natürlich, es ist natürlich irgendwo auch ein politischer Prozess. Also es ist sicherlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff ist es unglücklich gelaufen in Deutschland. Das muss man schon sagen. Das ist ein Impfstoff, der gut wirksam ist und wo wir selten schwere Nebenwirkungen haben. Also hätten wir vor einem Jahr in der Pandemie gesagt, wir haben schon ein Jahr später diesen Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 80%, hätten alle gesagt, ja super. Und jetzt, ein Jahr später, kommt dann die große Kritik, die, glaube ich, in diesem Maß nicht berechtigt ist. Also das ist für die meisten Leute ist die Gefahr durch Corona ist einfach viel, viel höher, als dass ich eine schwere Nebenwirkung dieser Impfung habe, also durch diesen Impfstoff. Und auch werden massiv Menschenleben gerettet. Aber was hier in Deutschland als schlecht gelaufen ist, ist von vornherein, war ja die Empfehlung, diesen Impfstoff bei den Jüngeren erstmal zu verabreichen. Das war natürlich ein Fehler, das ist in Großbritannien besser gelaufen. Die haben den ja vorwiegend bei den Älteren eingesetzt. Und dann hatten wir eben diese Fälle, dadurch, dass wir es gerade bei Jüngeren im Gesundheitspersonal angewendet haben, diese Fälle der Sinusvenenthrombosen. Das ist dadurch ja erst aufgefallen und was dann so ein bisschen blöd war, man hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich frühzeitiger sagen müssen, gut, ich nehme diesen Impfstoff für Personen ab 60. Das ist erstmal ausgeblieben und ist dann, wurde ja wieder komplett freigegeben und wurde dann 2 Wochen später wurde dann gesagt, nee, jetzt, wir nehmen jetzt doch nicht für alle, sondern jetzt nur ab über 60. Und dann war einfach sehr viel Verunsicherung da und eigentlich, was auch ungünstig war, alle haben dann gedacht, naja, ich möchte einen anderen Impfstoff. Dabei muss man einfach sagen, über 60 ist das ein sicherer und gut wirksamer Impfstoff. Und es hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass auch Personen über 60, die den eigentlich gut hätten bekommen können, dann gesagt haben, na, ich möchte lieber BioNTech haben und haben das teilweise auch bekommen. Dadurch bedingt haben dann jüngere Leute haben keinen Impfstoff entweder bekommen oder mussten dann Astra nehmen, der für sie ein größeres Risiko eigentlich darstellt. Also da ist auch so ein bisschen, da gab es in anderen Ländern gab es diese Diskussion nicht. Das war hier so, ich möchte meinen Impfstoff, den ich selber aussuche, haben. Das war jetzt für den Verlauf der Pandemie in Deutschland nicht günstig. Vielleicht nochmal so ein Punkt. Wenn Sie hätten entscheiden können, hätten Sie die Impfstoffbestellerei durch die EU vorgenommen oder lieber durch die nationalen Staaten selbst? Tja, also es ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wäre es besser gelaufen, Deutschland hätte das selber gemacht oder die einzelnen Länder hätten es selber gemacht. Also es hätte sicherlich dazu geführt, dass die einzelnen Staaten sich da gegenseitig überboten hätten. Es hätte dazu natürlich, der Impfstoff wäre nicht mehr geworden, sondern es hätten am Ende nur die besonders zahlungskräftigen Länder hätten den bekommen und alle hätten jetzt mehr gezahlt. Also ob das... Also für die globale Pandemie wird es, glaube ich, der Einfluss davon nicht groß sein. Es ist natürlich denkbar, dass, ich sage jetzt, Deutschland dann etwas mehr bekommen hätte. Aber muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt mehr Impfstoff bekommen hätten, dann hätten unsere Nachbarn weniger bekommen. Und die Pandemie ist dann vorbei, wenn sie global vorbei ist und ist nicht dann vorbei, wenn wir in Deutschland alle geimpft sind. Also dass das jetzt so viel gebracht hat, hätte... Ja, es ist letzten Endes ein Abwägen und ob wir da jetzt so viel weitergekommen wären, weiß ich nicht. Ich glaube, die EU hätte mutiger sein müssen,
von vornherein mehr zu bestellen. Das ist eigentlich der Punkt. Also andere Länder haben ja viel mehr für ihre Bevölkerung gesehen, haben ja sich viel mehr Dosen reservieren lassen. Auch deswegen, weil man wusste ja am Anfang nicht, welcher Impfstoff macht es eigentlich bis zur Marktreife. Das war ja gar nicht klar, dass wir am Ende jetzt mehrere zur Auswahl hatten. Und das war natürlich auch für die Regierungen oder für die EU ein Risiko. Also jetzt mal angenommen, wir hätten ganz viel bestellt, was es nicht auf den Markt geschafft hätte, hatten die Politiker natürlich auch irgendwo Angst, dass sie dann kritisiert worden wären. Jetzt habt ihr da zu viel gekauft, wovon wir gar nichts haben. So ist es ja de facto 2009 gelaufen, als die Schweinegrippe da war. Und das ist natürlich irgendwo so diese Gemengelage. Aber ja, jetzt muss man sagen, hätte die EU insgesamt mehr Impfstoff gekauft und frühzeitig, dann wären wir sicher jetzt schon ein Stück weiter. Dann sind wir jetzt ja inmitten der Impfkampagne und da haben wir mal im Impfzentrum Oldenburg mit unserer Kamera so ein bisschen Zaungas gespielt, um mal zu gucken, so, wie geht denn das vonstatten? Und diesen kleinen Filmbeitrag sollten wir uns jetzt mal einmal angucken zum Oldenburger Impfzentrum. Man ist auf einem guten Weg, endlich nimmt das Impfen so richtig Fahrt auf. Das war die einhellige Meinung von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens. Beide besuchten am Wochenende das Oldenburger Impfzentrum. Verimpft wurde hier dann ausschließlich AstraZeneca. Wir haben noch knapp 100.000 Impfdosen AstraZeneca in Niedersachsen. Knapp 70.000 gehen dieses Wochenende in die Verimpfung. Dann haben wir noch knapp 30.000 für die nächste Woche, wenn wir die über 60-Jährigen aufmachen für AstraZeneca. Und dann ist im Grunde unser Bestand verbraucht. Und die Lieferankündigung des Bundes sieht so vor, dass wir fast nur noch mRNA-Impfstoffe bekommen nach Niedersachsen. Und wir bekommen ein bisschen AstraZeneca, aber für die Zweitimpfung, die ja auch noch anstehen. Sodass wir jetzt in Niedersachsen, was die Impfzentren angeht, kein AstraZeneca-Problem haben, über das wir uns großartig kümmern müssen. Probleme mit Impfunwilligen oder Menschen, die AstraZeneca ablehnen, gab es auch jetzt am Wochenende nicht. Überhaupt läuft der Impfprozess im Impfzentrum so gut wie reibungslos, freut sich der Oberbürgermeister. Die Impfquote jetzt liege in der Stadt etwa bei 25%. Also der Anteil der Menschen, die AstraZeneca komplett ablehnen und zu ihrem Termin nicht erscheinen, der ist sehr gering in Oldenburg. Wir haben etwa 90% der Menschen, die den Impfstoff auch annehmen. Also eine gute Akzeptanz hat AstraZeneca hier bei uns. Und das ist wichtig, weil wir auch diesen Impfstoff brauchen. Wir brauchen alle Impfstoffe, um unsere Ziele in der Pandemie zu erreichen. Hier im Impfzentrum läuft der Betrieb inzwischen reibungslos. Ich muss sogar sagen, wunderbar, also ein großes Engagement aller Beteiligten. Und ich bekomme als Oberbürgermeister immer wieder, also regelmäßig jede Woche, Dankschreiben von Bürgerinnen und Bürgern. Es sind ja im Moment auch überwiegend noch die Älteren, die sich wirklich bedanken, dass sie hier so gut behandelt wurden und dass sie hier endlich ihre Impfung bekommen haben. Vor dem jetzt am Montag stattgefundenen Impfgipfel von Bund und Ländern wurden die Rufe lauter, die Priorisierung bei den Corona-Impfungen bald aufzuheben. Bereits vor gut einer Woche gaben Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern den Impfstoff von AstraZeneca für alle Altersgruppen frei. In Niedersachsen stand das aufgrund der geringen Mengen des noch zur Verfügung stehenden Impfstoffes nicht zur Debatte. Doch auch hier will man möglichst bald allen Bürgerinnen und Bürgern über 16 Jahren ein Impfangebot machen können, so Sozialministerin Daniela Behrens. Ich denke mal, das wird Ende Mai, Anfang Juni so sein, dass wir dort insgesamt die Prioritätsgruppen durchgeimpft haben, beziehungsweise alle einen Termin haben. Und dann kann man ab Anfang Juni die Listen aufmachen, sodass sich alle, die möchten, eintragen können. Wann denn die Leute durchgeimpft sind, das wird so ein bisschen davon abhängig sein, wie die Lieferankündigungen des Bundes auch Realität werden. Aber ich denke mal, der Spätsommer sieht sehr gut aus dazu in Niedersachsen. Unabhängig von Impfreihenfolgen steht fest, solange der Inzidenzwert noch so hoch ist, wie er ist, greift die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse, unter anderem mit nächtlichen Ausgangssperren. Dass es jetzt eine bundeseinheitliche Grundlage gibt, begrüßt Oberbürgermeister Krogmann. Ich kann das gut verstehen. Es ist auch für mich nicht immer ganz einfach, tagesaktuell zu sehen, was ist gerade erlaubt und was ist gerade nicht erlaubt. Insofern finde ich es auch richtig, dass wir jetzt eine Bundesgrundlage haben. Das wird aber eine Zeit brauchen, bis sich das einspielt. Und dann werden wir hoffentlich hier vor Ort nicht mehr so viel damit zu tun haben, uns immer einzelne eigene Maßnahmen auszudenken, sondern es gibt dann ein eingeübtes Verfahren. Ohnehin hoffen wir ja alle, dass bis zum Frühsommer das alles nicht mehr nötig sein wird. Und spätestens dann wieder ein Hauch mehr Normalität einkehrt. Denn bereits jetzt scheint es festzustehen, auf die Millionen von Corona-Geimpften und Genesenen in Deutschland kommen Erleichterungen zu. Die Bundesregierung ist dabei, eine Rechtsverordnung auf den Weg zu bringen, in der der Umgang mit Geimpften und Genesenen geregelt werden soll. Das war, Herr Professor Hambrecht, ein Einblick
in unser Oldenburger Impfzentrum in der Weser-Ems-Halle. Nun dürfen inzwischen ja auch die Hausärzte impfen. Die Betriebsärzte sind jetzt hier auch dabei. Sind Sie so mit dem jetzigen Ablauf, sukzessive ist ja mehr und mehr dazugekommen, Hausärzte, Betriebsärzte, Impfungen in den Firmen, sind Sie damit zufrieden? Also prinzipiell ist natürlich gut, wenn wir mehr Impfstellen haben, wo, ich sage mal, die Wege kurz sind und möglichst viele Leute möglichst niederschwellig zu dem Impfstoff kommen. Es löst natürlich nicht das Mengenproblem. Also wenn ich die gleiche Menge Impfstoff auf 100 Mal mehr Impfstellen verteile, impfe ich nicht zwangsläufig mehr Leute. Ich glaube, also das ist ja im Moment noch eigentlich unser Hauptproblem. Und deswegen, also dass jetzt zum Beispiel die Betriebsärzte auch impfen dürfen, das wird, glaube ich, jetzt nicht so einen riesen Unterschied machen im Gegensatz zu den Hausärzten plus den Impfzentren. Also ich glaube, der Punkt, der macht da jetzt eigentlich keinen Impfstoff. Und auch, dass man jetzt die Priorisierung aufgibt, das verstärkt für viele Ärzte eher das Problem, dass sie ganz, ganz viele Patienten haben, die jetzt eine Impfung wollen und die teilweise auch sehr vehement einfordern, aber der Impfstoff nicht da ist. Also für viele, also es gibt ja durchaus auch Hausärzte, die sich daraus zurückgezogen haben, weil sie mit dieser Belastung gar nicht mehr so klargekommen sind. Also das geht ja teilweise da durchaus hoch her. Ne? Also das ist schon eine starke Belastung für die ganzen Ärzte und für das Gesundheitspersonal. Ja, und die natürlich jetzt auch schon ein Jahr hier Corona-Pandemie hinter sich haben und jetzt nicht im Homeoffice gearbeitet haben. Also muss man auch bedenken. Gut, nun ist die Priorisierung jetzt ja weggefallen. Das führt wahrscheinlich auch manches Mal zu einem Neideffekt. Ne? Klar, das war natürlich am Anfang, war das, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Punkt auch bei dieser Diskussion. Haben Geimpfte jetzt irgendwie mehr Freiheiten? Dürfen die mehr Freiheiten haben? Es ist natürlich irgendwo eine komische Diskussion. Also ich meine, dass man da bestimmte Grundrechte einschränkt, war ja dadurch begründet, aufgrund der höheren Infektionsgefährdung. Wenn die nicht mehr vorliegt, gibt es da natürlich, ist es schwierig zu sagen, naja, es müssen sich alle gleich behandeln. Also das ist durchaus eine schwierige Diskussion. Und es hat ja auch jetzt niemand, der nicht geimpft ist, hat ja nichts davon, wenn der Geimpfte, der kein Risiko eigentlich ist, ich sage jetzt mal, gewisse Freiheiten schon hat. Dass der geimpft ist, hat ja auch einen bestimmten Grund. Das hat ja den Grund, dass er vorher stärker gefährdet war, sei es aufgrund von Risikofaktoren, aufgrund von Alter, sei es aufgrund einer beruflichen Gefährdung. Also da fand ich jetzt irgendwie so die Debatte in Deutschland jetzt auch nicht immer so glücklich. Ja. Dann hat man ja eine Zeit lang, das geht glaube ich auch in die Richtung, ja sehr viel für den Schutz, zu sagen, ist ja namentlich jüngere Leute, der Älteren getan. Das war ja auch die gefährdete Gruppe. Und die Jüngeren haben ja, das muss man ja fairnesshalber auch sagen, auch sehr viel zu ertragen gehabt, wenn ich so an Homeoffice denke, an Homeschooling der Kinder, die dann auch noch zu Hause waren und so weiter. Und jetzt wird so für mich so ein bisschen auch offenbar, nachdem jetzt so die dritte Welle so allmählich auch abgeschlossen ist und wir so deutlich Licht am Ende des Tunnels sehen, jetzt wird für mich auch klar, dass durchaus auch Kinder starken psychischen Schaden genommen haben durch Homeschooling, durch Verzicht auf Freunde, durch Ablauf in gewohnten Rahmen und so weiter. Hätte man das nicht so ein bisschen früher offenbar machen müssen? Hat man sich da nicht zu sehr, zu intensiv auf den Schutz der älteren Gruppe verlassen und die anderen, die auch schützenswert sind, aber offensichtlich sich nicht so sehr Gehör verschaffen können, nicht so sehr vernachlässigt? Ja, also ist auch hier wieder so eine, ich sage jetzt mal, eine schwierige Güterabwägung. Natürlich, also ich sage immer, das Recht auf Bildung ist ein ganz, ganz hohes Gut, was wir haben. Und also tatsächlich haben ja die Kinder und Schüler und Studenten genauso, haben da schon sehr drunter gelitten unter diesen Einschränkungen. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so, wenn ich eine hohe Zahl an Krankheitsfällen in der allgemeinen Bevölkerung habe, trage ich die natürlich auch in die jüngeren Gruppen rein. Die erkranken zwar nicht so viel, aber können sie natürlich weitergeben. Und also um die Pandemie früh zu stoppen, dass man da irgendwie Kontakte eingeschränkt hat, das war schon bei den hohen Zahlen, die wir insbesondere in der zweiten und dritten Welle haben,
war das schon nachvollziehbar. Die Frage ist, im Gegensatz dazu, hätten wir den Unterricht, hätten wir darauf nicht besser vorbereitet sein können, sei es mit digitalen Mitteln, sei es aber auch die Klassenräume sicherer machen, sodass man das tatsächlich schon mehr hätte zulassen können. Also ich sage jetzt mal Luftfilter, andere Konzepte hätte man machen können. Man hätte sicherlich den Digitalunterricht, damit war Deutschland ja schon sehr, sehr rückständig im Vergleich zu anderen Ländern. Das hätte man natürlich alles viel früher schon auf den Weg bringen können. Ich glaube, das wäre sicherlich der bessere Weg gewesen. Nun ist ja jetzt wieder, jetzt haben wir ja zurzeit wieder so eine aktuelle Diskussion. Ich sage ja, BioNTech, Pfizer es geschafft, erst in Amerika und jetzt hier auch durch die Europäische Agentur, die Zulassung als Impfstoff für Kinder von 12 bis 17 Jahren. Und das heißt also, unsere Europäische Agentur sagt, bedenkenlose Impfung kann vorgenommen werden bei Kindern von 12 bis 17 Jahren. Nun gibt es in Deutschland die STIKO, die Ständige Impfkommission. Die lässt sich sehr viel Tage Zeit, um zu einer Meinung zu kommen. Es gibt schon seit mehreren Tagen kursiert irgendwie so ein Entwurf, der sagt, ja, aber Vorsicht, da gibt es nicht so genügend Studien und sollte nur vorgenommen werden als Impfung bei Risikogruppen unter den Kindern. Bei mir so als Laie kommt das an, da jagt jetzt wieder eine Verunsicherung die nächste. Nicht? Und der Laie versteht auch gar nicht, dass die eine Kommission keine Bedenken hat, die andere hat Bedenken. In Deutschland gibt es die STIKO, die hat Bedenken. In Frankreich und in anderen Ländern gibt es keine diesbezüglich. Sind wir da immer etwas schlauer als die anderen Länder oder sind wir deutschmäßig immer etwas bedenkenträgerhaftiger? Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen die Rolle der STIKO verstehen. Also die europäische, also die EMA, die European Medicines Agency, deren Aufgabe ist ja zu sagen, kann so ein Impfstoff zugelassen werden in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Altersgruppe aufgrund der, ich sage jetzt mal, Sicherheitsdaten und die wir haben. Das ist dann aber für ganz Europa. Jetzt ist es so, jedes Land hat sowas wie eine STIKO und da schaut man natürlich dann nochmal hin, wir sehen ja durchaus große Unterschiede in den Ländern, auch an den Fallzahlen. Da bewerten die Länder dann nochmal einzeln, wie sieht es eigentlich für uns aus? Und das sieht natürlich in einem Land, wo ich ganz, ganz hohe Zahlen habe, kann die Risikobewertung eine andere sein, als in einem Land, wo ich ganz, ganz geringe Fallzahlen nur habe. Also das muss man schon verstehen. Und die STIKO ist da sicher insgesamt etwas, ich sage es jetzt mal, vorsichtiger. Die sagen halt, ihre Empfehlungen sollen auf wissenschaftlichen Daten basieren. Das ist ja auch sinnvoll. Und da gibt es natürlich im Moment noch weniger. Ob das jetzt so Bestand hat, das müssen wir mal schauen. Ich glaube, im Moment würde es nicht so viel ändern. Wir haben jetzt einfach gar nicht den Impfstoff. Und im Moment muss man natürlich sagen, wenn wir zu wenig Impfstoff haben, sollten wir den eher an die Personen mit einem höheren Risiko verimpfen, also sprich ältere Personen als an jüngere. Das wird irgendwann, wird es natürlich anders aussehen. Also voraussichtlich ja im Herbst, dann werden wir hoffentlich, wenn alle Lieferungen so zutreffen, wie jetzt angekündigt, dann wird es ja hoffentlich anders aussehen und dann haben wir sicherlich auch mehr Daten. Und ich glaube, dann wird man zu einer anderen Bewertung auch kommen. Also auch Kinder können schwere Verläufe haben und vor allem, was ja schon das Bedrohliche ist, dieses Post-Covid oder es gibt auch noch so andere, ich sage jetzt mal, Folgeerkrankungen von Corona, auch bei Kindern, die sie wirklich schwer beeinträchtigen können und lang andauern können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, worüber wir schon gesprochen haben, das Recht auf Bildung. Auch das kann ich natürlich durch Impfungen besser gewährleisten. Also ich würde denken, wir kommen da wahrscheinlich noch mal zu einer anderen Bewertung. Im Moment ist man da eher vorsichtiger. Ich glaube nur, es macht jetzt im Moment in der Lage, wo wir noch einen Impfstoffmangel haben, macht es gar nicht den großen Unterschied. Aber ich würde hoffen, dass wir in ein paar Monaten da bei einer anderen Bewertung sind. Und wenn jetzt Herr Professor Hambrecht vor etwa 50 Eltern stehen würde, die allesamt die Frage haben, soll ich mein Kind von 12 bis 17 jetzt impfen lassen? Ja oder nein? Was antwortet der Fachmann? Also es ist tatsächlich, das ist keine einfache Frage. Ich würde sagen, aufgrund der im Moment vorliegenden Daten und Erkrankungszahlen ist das Risiko durch die Impfung sicherlich viel geringer als durch die Erkrankung, insbesondere was Folgeerkrankungen anbelangt.
Aber wir haben noch nicht, ich würde sagen, man muss das gut abwägen, wir haben noch nicht die Daten, die wir bei den Erwachsenen haben, wo wir die ja inzwischen millionenfach angewendet haben, wo wir einfach sehr, sehr gute Daten zu den Impfstoffen haben. Das ist schon so. Und bei den Erwachsenen ist die, ich sage jetzt mal, die Nutzen-Risiko-Bewertung sicher noch ein bisschen besser beim Impfstoff, weil die einfach durch die Erkrankung stärker gefährdet sind als bei den Kindern. Also das muss man schon bedenken. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir über kurz oder lang, also die Jugendlichen ab 12, da doch diesen Impfstoff mehr anwenden werden. Nun haben wir Sommer. Das Wetter ist zwischendurch auch sommerlich. Und es ist wieder Leben um uns herum, in den Innenstädten, in den Gaststätten und so weiter. So, und jetzt so die Frage an Sie, begrüßen Sie das alles einschränkungslos oder müssen wir uns wieder weiter vorsichtig verhalten, um möglicherweise im Herbst eine vierte Welle nicht hochkommen zu lassen? Ja, also ich sage jetzt mal schwierige Frage. Also die Pandemie ist bei weitem noch nicht vorbei. Die Pandemie ist halt dann vorbei, wenn sie global vorbei ist. Also wir müssen uns jederzeit klar machen, es ist hier noch Virus, es kommt immer wieder Virus rein und das Virus verändert sich auch. Wir haben jetzt durch die Impfung schon einfach vieles, was wiederum möglich ist, gerade für die Leute, die halt schon geimpft sind. Aber wir haben ja immer noch 50% der Bevölkerung, die haben noch nicht mal eine Impfung und fast 80% sind noch nicht doppelt geimpft. Also wir haben schon noch einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der vulnerabel oder also Krankheits, der die Krankheit, der das Risiko hat, an der Krankheit auch schwer zu erkranken. Das müssen wir bedenken. Letzten Sommer hatten wir ja auch, und da hatten wir keine Impfung, haben wir es ja geschafft, dass wir relativ geringe Zahlen über den Sommer hatten und im Herbst ging es dann wieder los. Die Gefahr besteht sicherlich auch. Wir werden bis zum Herbst schon einen höheren Impfschutz in der allgemeinen Bevölkerung sehen. Das heißt auch, wir werden also die Kopplung von, ich sage jetzt mal, Infektionszahlen zu schweren Verläufen und Todesfällen, die wird mehr und mehr aufbrechen. Also im Moment können wir ja sagen, wenn 100 Leute erkranken, haben davon 5 einen schweren Verlauf zum Beispiel. Diese Kopplung, die wird jetzt mehr und mehr aufbrechen. Wir werden noch Infektionen sehen, aber wir werden bei den Geimpften, auch bei denen werden wir noch Infektionen sehen, aber die werden im Schnitt verlaufen, die einfach sehr, sehr viel milder. Und wir werden weniger Patienten in den Krankenhäusern sehen, es sei denn, und das ist ja also so ein bisschen, wo wir vorsichtig sein müssen, dass es jetzt weitere Varianten sich ausbreiten, wo die Impfung einfach sehr viel weniger wirkt. Wir sehen das schon in Ländern, die einen höheren Impfschutz haben, dass dort bestimmte dieser Mutationen, die ja jetzt schon aufgetreten sind, dass man dort bei den Geimpften einfach mehr dieser Mutationen findet. Und wir sehen da ja auch eine Entwicklung, da kommen ja immer wieder neue dazu. Wovor ich so schon jetzt ein bisschen Angst habe, wenn wir uns jetzt gerade wieder die Zahlen von England anschauen, da trotzdem die Impfrate insgesamt in England höher ist, sehen wir ja wieder steigende Fallzahlen. Und da sehen wir, was eigentlich besonders unschön ist, sehen gerade viel in den jüngeren Schichten natürlich, klar, weil die nicht geimpft sind, aber wir sehen auch viel in den Schulen. Und das ist schon so eine Sache, wo wir sicher sehr Angst davor haben müssen im Herbst, wenn wir bis dahin eben noch nicht die Kinder geimpft haben. Das ist schon was, die Gefahr einer weiteren Ausbreitung. Es wird vermutlich nicht mehr so schlimm verlaufen wie bisher. Auch bei den Mutationen ist es so, die Impfstoffe schützen. Wenn man zweimal geimpft ist, kann man zwar erkranken, aber das Risiko, wirklich einen schweren Verlauf zu haben, wo ich auf Intensivstation habe oder zu versterbe, ist ja bei den Geimpften einfach viel, viel geringer. Also das muss man sagen. Und wann müssen wir an das Thema Auffrischungsimpfung denken? Ja, das wird auch kommen. Wir wissen es im Moment noch nicht ganz genau und das wird sicher auch so ein bisschen vom Alter abhängig. Also so eine Sache, die wir jetzt gerade so in den letzten Wochen gelernt haben, dass ältere Patienten auf die Impfung doch weniger gut reagieren oder weniger starken Schutz entwickeln als die Jüngeren, und die müssen wir sicher
eher wieder impfen. Also da kann es schon sein, wenn wir jetzt ältere Gruppen haben, die schon im, ich sage jetzt mal Januar, Februar geimpft wurden, dass wir die schon jetzt im Herbst nochmal boostern müssen, also sprich eine weitere Impfung, damit die einen guten Impfschutz haben. Genau sagen können wir das im Moment noch nicht, aber ich denke, dahin wird die Entwicklung gehen. Also optimistisch in die Zukunft schauen, aber vorsichtig sein ist sozusagen Ihre Botschaft. Ja, also absolut. Ich glaube, wir haben jetzt durch die Impfung haben wir einen extrem guten Ausblick und wir werden aus dieser Pandemie rauskommen, aber die Pandemie ist eben erst vorbei, wenn sie global vorbei ist, und daran müssen wir immer denken. Und das ist auch noch so ein Punkt, den wir, finde ich, im Moment so ein bisschen vergessen. Wir denken immer an uns in unserer kleinen Community oder in unserem Land. Aber wir haben ganz viele Regionen, wo es kaum Impfstoff gibt. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, finde ich, unserer Verpflichtung, dass wir schauen müssen, dass wir die anderen Länder mit dem Impfstoff unterstützen. Also zum globalen Schutz, aber auch zum Schutz der Menschen hier. Also das muss man ganz klar sagen. Herr Professor Hambrecht, herzlichen Dank für Ihre Aussage, für das hochinformative Gespräch. Ich denke, Sie haben bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern durch Ihre Aussagen sicherlich dazu beigetragen, dass wir hoffnungsfroh, aber sensibel in die Zukunft schauen. Denn Sie haben ja in den verschiedenen Fällen auch so ein wenig den Finger in die Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten gelegt. Schönen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere verantwortungsvolle Aufgabe in Oldenburg, im Klinikum, in der Karl-Floris-Jetzig-Universität alles Gute und schön, dass Ihr Weg Sie nach Oldenburg gebracht hat. Herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns im Studio waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war unser Forum Gesundheit zur Corona-Pandemie mit Herrn Professor Dr. Axel Hambrecht. Bleiben Sie dem Forum verbunden. Alles Gute, wo auch immer Sie sein mögen. Tschüss.